Holdrio und herzlich willkommen zurück zum DragTech-Let's Play mit dem Drag-Scorpion, der mir gegenüber ist. Hallöchen. Und meiner Wenigkeit, dem Affenkopf, den ihr gerade nicht seht. Ja, was hast du eigentlich für einen schicken Helm auf, sag mal hier? Was, bist du bei den Wikingern oder? Nee, ich habe einfach nur einen Lederhelm auf. Einen Lederhelm auf mit Hörnern? Guten Tag. Hä? Ja, dann guck mal. Oh, da habe ich ein Head auf. Aha. Warum auch immer. Was ist denn das, Wikinger oder was? Viking-Head, ja. Ja, okay. Na, ah, so sieht's doch schon mehr nach Drag aus. So. Mehr nach Affe. Genau. Ja, so. Wir haben jetzt eine ganze Weile nicht mehr aufgenommen, weil wir so weit im Voraus waren, dass wir auch mal was anderes machen mussten. Wie WOT und so. Ja. Und uns immer fleißig zerschießen lassen. Genau. Ja. Und zwar, wir haben gerade festgestellt, wir brauchen noch Redstone. Darum werden wir jetzt gleich noch ein wenig in die Höhle abmarschieren. Genau. Aber ich habe vorher natürlich noch etwas gebastelt. Und zwar, wo ich heute was fertig machen möchte. Und zwar das hier. Das wird unser kleines Gewächshaus. Mhm. Das werde ich dann später fertig machen. Wie gesagt, ich habe schon mal die Fackeln alle hingemacht. Und den Keller ausgehoben, das habe ich offline gemacht, weil da wäre ich, glaube ich, verrückt worden. Das waren so 2-3 Stunden Spaß am Stück. Sehr hübsch. Ja, und das hier wird noch alles mit Elektrik versehen. Das heißt, was hast du denn für Steine genommen? Wieso sind die niedriger als der Boden? Weil ich geschnittene Steine genommen habe. Ah, okay. Ja. Cool. So. Dann hätte ich gesagt, ein Riesenloch haben wir hier auch, wie ihr seht. Wir haben quasi schon mal den Kanal und die Straße vorbereitet. In der Zwischenzeit haben wir uns, das habt ihr ja, glaube ich, schon mitbekommen, dass wir jetzt hier ein klein bisschen Maschine haben. Wir haben uns da ein bisschen Lava geholt und wir sind jetzt fleißig hier diesen Capitator Bank am Laden, dass wir dann demnächst unseren Filler hier rasen lassen können. Und ich möchte mich ja heute den Toren hier widmen. Hab mich da gerade eben auf die Schnelle nochmal ein bisschen schlau gemacht, was ich alles brauche. Und wir brauchen natürlich dafür Redstone-Blöcke. Und da wir noch keinen Compressor haben, müssen wir das mit der Smeltery machen, mit dem Induction-Smelter. Dafür brauchen wir aber Redstone-Erz und das haben wir gerade nicht da. Deswegen müssen wir nochmal ganz schnell in die Höhle. Genau. Ich habe ein paar Fackeln dabei, aber... halt, stopp. Ja, was? Ja. Du willst dich wieder gern in die Luft jagen? Nö. Warum? Ja, weil du das gern magst. Darum rennstest du gerade so in die Höhle. Hm. So, ihr seht, dass hier in der Smeltery die ganze Zeit Molten Glas noch durchrennt. Weil ich das Ding aus Glas machen will. Und wir brauchen ein paar Eisen. Und zwar so 6 Stück. Hätte ich mal gesagt, dann brauche ich Glas, das wird hoffentlich drüben sein. Normales Glas, ne? Ja. Sehr schön, ja. Und dann kommt das da so hin. So, dann nehme ich mir 8 mit und du nimmst dir 8 mit. Bei mir sind es jetzt Iron Nuggets, ich hoffe, ich komme trotzdem das Richtige raus. Ah, ja, okay. Du musst nur eins wissen, diese Dinger sind nicht so hell wie die Fackeln alleine. Die Fackeln alleine haben 16, dieses, wenn es die Laternen haben, 8. Mhm. So, okay, dann hätte ich gesagt, marschieren wir in die Höhle, weil wir wissen ja seit neuestem, da gibt's Gas. Leuchten die Laternen schon? Nee, da muss man die Fackel dann noch reinsetzen, oder? Genau, entweder Glowstone oder Fackel reinsetzen. Mhm. Des Weiteren, wie ihr seht mittlerweile, ihr seht keine normalen, also diese lustigen Creeper mehr. Weil die haben nämlich uns, nicht das Spielstand versaut, aber sie haben die Monster-Spawnrate komplett ins Wanken gebracht. Also ja. Haben wir sie wieder rausnehmen müssen, wenn der Bug behoben ist, kommen sie wieder rein. Genau, weil der Mod hat dafür gesorgt, dass nämlich nur noch Creeper spawnen. Und das ist ja dann auch ein bisschen langweilig. Genau. Also so lustig sie sind, aber nur Creeper wollen wir dann auch nicht haben. Oh, da hinten ist ein Würfel. Au! Bist du mir gerade vor... Nee, ich war hinter dir. Wieso, hä?
Ich habe da runtergeschossen, auf einmal. Ja. Ich habe mich gewundert, wo der Pfeil ist. Na, wo gehen wir denn hin? In welchem? Oh, One-Shot. Ja, Redstone werden wir wahrscheinlich unten finden, also gehen wir hier in deine Mining-Strip-Dinger, oder? Okay, da müssen wir ja dann ein wenig umbauen. Ich muss den Drag nämlich mitnehmen, weil er nämlich eine Silk-Touch hat. Ja, ich bin der Silk-Touch-Hans. Genau. Was? Was war das denn jetzt? Würfel. Aha. Fledermaus. So. Ich habe da einen Mod mittlerweile drin, der wo den... Aua! Ja, ja. Aua! Was ist das denn? Fuck. Wieso bekomme ich denn Schaden? Ja, Gas. Gas? Gas. Ich sehe kein Gas. Ja, aber ich. Wieso siehst du denn? Ich habe den Zusatzmod ja drin, dass ich keinen Deep Fog mehr habe. Den hast du eigentlich auch drin. Und dann müsstest du eigentlich sehen, dass hier eine dunkle Fläche ist und da eine helle. Ja, aua. Da ist Gas. Aha. Also das heißt, da kommt jetzt gefährliches Gas, er strömt nach oben und bringt dich um. Ja, super. Darum bin ich auch nicht nach unten gerannt. Das will ich natürlich haben. Ununterbrochen. Aber schau, ich habe den Deep Fog aber noch. Ah, sehr gut. Sehr schön. Vor allem, dass ich die falsche Spitzhacke dazu nehme. Ja. Dafür hast du mich braucht, dass ich die falsche Spitzhacke nehme. Super. Genau. Das war Mining 2.0. Fertig. Ja. Mehr brauchen wir eigentlich gar nicht. Nee, wir haben jetzt zwei Diamanten und Redstone. Danke. Ja. Ja, das war's schon. Dann können wir direkt wieder hochgehen. Jo. Wie gesagt, ich habe da einen kleinen Mod drin, weil Optifine bei mir nicht mehr funktioniert. Mhm. Da ich diesen Deep Fog aus hab. Aha. Weil dann immer so extrem hab, glaube ich. Also ich hatte ihn noch. Dann hast du mehr Mods wie ich. So, ich renne nach oben. Jetzt mal gleich wird mir irgendwas entgegenspringen. Grün sein, Zisch machen. Und ich in die Luft fliegen. Das wäre uncool. Ja, ich hab Diamanten einstecken. Ach, deswegen nicht. Wegen den Redstone-Blöcken. Ich würde mal sagen, hier fehlt was. Ja, irgendwas hat hier... Guck mal, hallo Schaf. Ich wundere mich schon, warum du nicht weitergehst. Jetzt gehe ich weiter. Müssen wir auch mal einen richtigen Mineneingang machen. Ja. Alles sauber schön verarbeiten. Falls ihr gerade Geschmatze und Geklapper hört, das könnte daran liegen, dass ich gerade hier ein Schweizer Kräuterbonbon esse. Lutsche, wie auch immer. Na, ich bin zu breit, ich komme nicht durch die Tür. Ah, Mann. Zu viel gegessen die letzten Tage. So, also zwei Diamanten drin, zwei Redstone-Ohr drin. Weiter sechs. So, die müssen. Das ist doch mal nett. Die Redstone Ore müssen jetzt. Wo sind sie? Da unten. Ich brauche nur zwei, glaube ich, ne? Mach mal vier. Mach mal vier? Mach mal vier. Weil zwei habe ich ja noch. Deswegen. Weil wir brauchen Rich Luck. Ah, okay. Das heißt, ich brauche jetzt mal Sand. Habe ich schon drin. Ah, hast du schon dran. War schon so frei. Ja, dann hauen wir das mal dazu. Dumm, die dumm, die dumm, die dumm. Sehr schön. Das ist Redstone-Block Nummer 1. Das ist Redstone-Block Nummer 1. Nummer 2. Dann warte ich auch die 4 ab hier. Dann lasse ich die anderen in der Kiste. Na komm, jetzt beim vierten kannst du mir jetzt noch einen geben. Ach, Menno. Menno. Ja, dann mach die anderen auch noch. Kann mich nicht leiden. So. Wie ihr hier seht in NEI, ich habe schon Redstone auf. Also ich brauche Redstone in Motion. Damit werden wir nämlich die Garagentore machen. Ist so quasi die Weiterentwicklung oder ein Ableger von, wie Sweat Power früher hatte mit den Frames. Yep. Bloß wesentlich besser, einfacher und überhaupt. Wir brauchen diesen zweiten Motor, den Carriage Motor. Der wird dann wie folgt hergestellt mit Redstone Blöcken. Vier Furnissen und einen Block of Iron. Der ist ja kein Problem. Ich glaube, den haben wir sogar noch. Das geht nicht mehr. Das ist gemein. Was denn? Man kann keine Diamanten mehr in dem Ding machen. Oh.
So, Block of Redstone. Block of Iron. Ach, da haben wir ja, ja. Einen haben wir da ganz bestimmt. Zwei Stacks waren's. Ich war da mal wie fleißig. So. Dann brauche ich jetzt Cobblestone. Den haben wir hier. Ich brauche meine Schlüssel. Ich bin in meinem Garten. Dann mache ich mal eben vier Öfen. 1, 2, 3, 4. Der Rest kann weg. Das kann dahin. So, 1, 2, 3, 4. Den Eisenblock und die Redstone-Blöcke. Da haben wir sie und schon haben wir den Motor. So, dann brauchen wir des Weiteren. Diese Frames hier, Frame Carriage, wird ein bisschen teuer, weil wir brauchen 8 von diesen Frameworks. Und diese Frameworks stellt man her aus 6 von diesen Panels. Und ein Panel stellt man her aus 8 Sticks und einem Cross. Und dieses Cross stellt man her aus 5 Sticks. Also das heißt, es wird jetzt einiges an Holz drauf gehen. Wie gesagt, hinten steht die Säge. Ja. Die werden wir auch bemühen müssen. Auch Junglewood haben wir ja einiges da zum Glück. Das heißt, dann hauen wir das mal in die Säge rein. Und Sticks muss ich da draus machen. Und es ist Nacht. Willst du vielleicht schlafen? Ja, Moment. Ich habe mein Bett dabei. Super. Das sagt er zu mir. Ich schlafe im Bett, obwohl ich noch daneben stehe. Das machen wir jetzt eigentlich nicht mehr aus Hysterie von wegen, weil wir die komischen Creeper haben. Nein, das machen wir jetzt aus der Hysterie, dass ich nämlich mal F6 drücke und auf die Settings gehe und ich zeige, dass der Dweck auf 160 Monster eingestellt hat pro Chunk. Aus dieser Hysterie hinaus lege ich mich gerne nachts ins Bett. Ja, genau. So, und dann fülle ich hier nochmal auf. Die Maschinen fleißig produziert. Kannst du mir dann noch 2 Doppeltüren machen? Kappen das bitte. Sollte ich hinkriegen. Ich brauche jetzt erstmal ganz viele Stacks. Haben wir noch eine Säge? Apropos Säge. Da wollte ich mal was ausprobieren. Mir wurde nämlich gesagt, man könnte aus den Köpfen, die wir hier sammeln, ich probiere mal von jedem Kopf eine Sorte, könnte man mit der Säge Knochen draus machen. Das will ich jetzt mal ausprobieren. Habe ich nämlich noch gar nicht getestet. Also ein Kopf, eine Säge. Und da passiert gar nichts. Ich bin ja schon mal froh, dass wir sehr viele Sägen haben. Nee, da hat jemand offensichtlich... Oder ich habe jetzt was falsch gemacht. Aber das scheint wohl nicht so zu funktionieren. So, Säge, Holz. Und... Sticks. Okay, dann habe ich das da. Und Sticks. Ich weiß nicht, ob unter der Table noch Carpenters-Blöcke fertig hier drin liegen. Im Crafting Table sind noch 8 Stück. Da sind noch 2. Also eine Tür kriege ich auf Anhieb zusammen. So, wie macht man die denn nochmal aus Sticks und Holz in der Mitte, ne? Ja, aus Brettern, ja. Ja. Da haben wir ein bisschen was. Ah, das sollte lang. Okay. Natürlich falle ich wieder in die Wasserpfütze. So. Dann hast du deine 2 Türen. So, ich brauche Sticks 1, 2, 3, 4, 5. Jetzt brauche ich davon, keine Ahnung wie viele. 9. Oh shit. 10. 11, 12. Ich mache erstmal 12. Ich muss mal gucken, wie weit ich damit komme. Dann Sticks drumherum. 6.
7, 8, 9, 10, 11, 12. Gut, dann habe ich das da fertig. Und jetzt hier 6, dann bekomme ich da 2 Frames raus. Uiuiui, da geht wirklich viel Holz rauf. Weil von diesen hier, die ich jetzt hier habe, brauche ich 8. Okay, ja, dann bringe ich dir erstmal die Türen. In der Zwischenzeit. Das Problem, was du mit Holz hast, habe ich mit Glas. Dann lasse ich hier nämlich nochmal die Säge fleißig arbeiten in der Zwischenzeit. Ich habe 4 Stacks gemacht an Glas. Ja. Wo hältst du die Türen denn gerne? Vorne drin? Ja, vorne. Meistens so. Ja. Ich habe da schon wieder einen rumschlürfen hören. Ja, hier so ein Mini-Viech. Ach, du spielst mit dem rum. Ja, oder er mit mir. Ach ja, wenn ihr euch wundert, warum wir jetzt hier Geld auf einmal kriegen, das liegt daran, dass wir Flannix Roads abgedatet haben. Ja. Kam nämlich ein Update raus. Und der hat das jetzt so gemacht, dass Roads Flannix Cities voraussetzt, deswegen mussten wir das mit installieren. Und aus diesem Cities ist es so eingestellt, da gibt es nämlich auch Geld, dass die Mobs jetzt Geld droppen. Ja, und leider hat er noch einen Bug drin. Ich hoffe, den bereinigt er. Wir werden es zwar wieder raushauen, aber momentan ist es so, dass ich ausgestellt habe in den Configs, dass er das Titanium in der Welt spawnen soll. Tut's aber trotzdem. Okay. Ist und natürlich das, nicht gut. Des Weiteren lässt sich auch das Geld nicht ausstellen. Also, genau. So gern wir es hätten. Aber es geht nicht. Können wir nur hoffen, dass er irgendwann mal da zur Vernunft kommt und das irgendwie einstellbar macht. Ja. Super. Also bei mir ist mein komplettes Glas weg. 12. Das heißt, ich werde demnächst nochmal in die Wüste marschieren und Sand holen. 2, 4, 6. So. Und dadurch, dass du ja Holz brauchst, brauche ich jetzt auch Holz. Okay. Das ist ja praktisch. So, ich habe jetzt 31. Ich brauche 2 habe ich. 6. 6 mal 6 sind 32. Genau eins hätte ich noch gebraucht. Naja, gut. Was? 6 mal 6 sind Würfel? 36? Ja. Ich habe 32 gerade im Kopf gehabt. Warum auch immer. Meine 5 Minuten auspackt oder so. So, dann hätte ich gesagt, schlage ich mal das da ab. So. Ach, ich bin mal wieder voll. Das ist doch schön, dass ich voll bin. So, so das heißt, ich brauche noch 5. 1, 2, 3, 4, 5. Das weg, das weg. Oh, ich habe einen Euro. Ein Euro, super. Ein Euroschein. Boah, meine Fresse, ist das teuer. So, jetzt kann ich das mal alles raushauen. Ich weiß gar nicht, wie viele Frames man da rauskriegt. Ich hoffe, mehr als einen, weil ansonsten kriege ich echt einen Anfall. Ist jetzt schon der dritte Stack Holz, den ich jetzt hier verpulver. Du magst diese Frame Carriage, ne? Die 1941. Nein. Genau. Ja, du kriegst für einen, wenn du diese 8 Dinger gemacht hast, kriegst du 8 Frames raus. Das ist auf jeden Fall laut Rezept. 8, naja, gut. So, und falls es die Leute sich wundern, was... halt. Ich habe die ganze Zeit Kommentare gekriegt, ich soll da endlich was anpflanzen. Dann mache ich das jetzt auch. Ja, da haben wir aber auch erstmal eine halbe Stunde gesucht. Genau. Vor allem, wir haben nach irgendwelchen Pflanzen gesucht und nicht nach Seeds. Das ist keine Höhle, das ist eine Kanalisation. Dieses Minecraft.